Die Supermarktkette Lidl will ihr Deutschlandgeschäft künftig nicht mehr von Neckarsulm, sondern von Bad Wimpfen aus verwalten. Die Schreibtische von 1.500 Mitarbeitern könnten ab dem Jahr 2020 am westlichen Rand der bisher eher für Fachwerkhäuser und altdeutschen Weihnachtsmarkt bekannten Stadt stehen. Denn auf 4,6 Hektar Fläche baut der Discounter-Riese einen beeindruckenden Gebäudekomplex, wo vorher Wiesen und Felder waren. Es geht zu wie in einem Bienenstock. Lastwagen rollen leer in die Baugrube und fahren mit Aushub beladen wieder heraus. Zwischen 80 und 100 Lkw sind täglich für die Baustelle unterwegs, sagt Lidl. Sie transportieren 450.000 Kubikmeter Erde ab. Das entspricht 180 mal der Wassermenge, die ins Neckarsulmer Sporthallenbad passt. Der Aushub wird an ganz unterschiedliche Orte in der Region gebracht. Nach Biberach, Möckmühl, Eberstadt, Buchen oder Sinsheim. 18 Meter tief ist die Baugrube an ihrem östlichen Ende, an ihrer tiefsten Stelle. 7 Meter sind es im Westen Richtung Bad Rappenau. Die Ausmaße der Baugrube kommen daher, dass ein Großteil der 5 Gebäude unter der Erde gebaut wird. Neben der Grube wird ein Teil des Aushubs zwischengelagert. 15 Meter hoch türmt sich der Erdberg entlang der Rappenauer Straße. Mit einer 5 Meter hohen und 160 Meter langen Lärmschutzwand entlang der Ostseite versucht der Bauherr, die Belastung der Nachbarn in Grenzen zu halten. Mit mäßigem Erfolg. Baulärm, Lkw-Verkehr durch den Ort und Dreck in Häusern und auf den Straßen sind einige der Punkte, die für reichlich Ärger gesorgt haben. Gespräche mit und Schreiben an Lidl haben wenig weitergeholfen. Immerhin patrouillieren 2 von Lidl beauftragte Straßenreinigungsmaschinen ab 8 Uhr morgens durch die Straßen rund um das Baufeld. Und den Anwohnern steht noch eine lange Leidenszeit bevor, gebaut wird bis mindestens Ende 2019. Ab dann sollen Autos statt der Laster von und nach Bad Wimpfen rollen. Ungefähr 1.500 Mitarbeiter ziehen um. In den 5 unterirdisch miteinander verbundenen Gebäudeteilen stehen 130.000 Quadratmeter Fläche zur Verfügung. Die Hälfte davon im Untergeschoss. Ganz oben geht es natürlich zu. Sämtliche Dächer werden begrünt.